Du schlägst auf 4. Mose Kapitel 10, Vers 9. 4. Mose Kapitel 10, Vers 9. Ich lese die währenddessen vor aus 1. Korinther 15, Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Was ist mit der letzten Posaune gemeint? Nun, das ist nicht die letzte Posaune des Zornes Gottes. Wir werden schon vor dem Zorn entrückt. Das sind also andere Posaunen, die hier gemeint sind. Zur Zeit der letzten Posaune, was ist das? Matthäus 24, Vers 31, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von 4 Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also da geht es um die Entrückung. Die Engel werden kommen mit starkem Posaunenschall. Aber hier wird, wie gesagt, nicht zum Krieg gerüstet, hier wird nicht Signal geblasen, sondern das ist positiv gemeinter Posaunenschall, dass wir entrückt werden, dass wir endgültig gerettet werden. Du bist in 4. Mose 10, Vers 9. Da heißt es, und wenn ihr in die Schlacht zieht in eurem Land gegen euren Feind, der euch bedrängt, so sollt ihr Lärm blasen mit den Trompeten, damit an euch gedacht wird vor dem Herrn, eurem Gott, und ihr von euren Feinden errettet werdet. Oftmals, wenn wir von diesen Posaunen lesen, denken wir, ja gut, da wird Signal geblasen, da wird zum Krieg gerüstet. Das ist auch in vielen Fällen richtig, aber nicht immer, sondern hier sehen wir ein Beispiel. Da sollten die Kinder Israels in die Trompeten blasen, damit ihrer vor Gott gedacht wird, dass er sie errettet. Und genau dasselbe sehen wir eben bei der Entrückung. Genau dasselbe, dass wir eben, dass unserer vor Gott gedacht wird, dass wir errettet werden, dass wir entrückt werden. 3. Mose 23, Vers 23, ich schlage ein paar Seiten zurück zu 3. Mose Kapitel 23, Vers 23, da heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, 3. Mose 23, 24, rede zu den Kindern Israels und sprich, im 7. Monat, am 1. des Monats, soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall, eine heilige Versammlung. Ihr sollt keine Werktagsarbeit verrichten, sondern dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Wann geschieht dieses Fest, dieses Gedenken unter Hörnerschall? Wann geschieht das? Im 7. Monat, am 1. Tag des Monats. Das heißt, in der Mitte des Jahres geschieht das Fest des Hörnerschalls. Dieses Gedenken unter Hörnerschall in der Mitte des Jahres. Was geschieht in der Mitte von Daniels 70. Woche, dieser 7-jährigen Periode? Erste Periode, Trübsal, zweite Periode, beides circa 3,5 Jahre. Zweite Periode, dann der Zorn Gottes, mit dem wir uns heute beschäftigen. Was geschieht in der Mitte der 7-jährigen Periode von Daniels 70. Woche, wird der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet. Und mit dem Gräuel der Verwüstung beginnt was? Beginnt die große Trübsal, die große Drangsal, in der der Antichrist gegen die Heiligen Krieg führen wird. Und was sehen wir in der Mitte des Jahres? Gedenken unter Hörnerschall. Wozu? Damit unserer vor Gott gedacht wird, wenn nämlich gegen uns Krieg geführt wird. Also wir sehen hier eine eindeutige Symbolik. Und ich will das einfach aufzeigen, dass du besser verstehst, was mit diesen Posaunen auf sich hat, dass sie nicht nur negativ sind, dass sie nicht nur etwas mit dem Zorn Gottes zu tun haben, sondern dass sie auch gleichzeitig etwas Positives haben. Das sind natürlich andere Posaunen. Ja, wenn Jesus seine Engel senden wird mit starkem Posaunenschall. Wir sehen in der Mitte des Jahres dieses Gedenken unter Hörnerschall. Es soll unserer gedacht werden, wenn die große Trübsal beginnt. Dann werden eben nach der Trübsal, nach der großen Trübsal, die Engel ausgesandt mit Posaunenschall. Es wird unserer gedacht vor Gott. Wir werden entrückt, endgültig gerettet sein, körperlich gerettet sein. Und die Toten werden auferweckt.